Bekenntnis. Linksextremisten solidarisieren sich mit verurteilten Sexualstraftätern. Demonstration gegen anständige Dorfbewohner. Insel Sachsen-Anhalt. Am Sonnabendnachmittag zogen 35 Linksextremisten durch das beschauliche Dorf Insel bei Stendal, um gegen die vorhergehende Demonstration der Dorfbewohner zu protestieren. Die Dorfbewohner demonstrieren seit Monaten gegen zwei zugezogene Sexualstraftäter. Dabei wurden die Dorfbewohner teilweise auch von rechten Jugendlichen unterstützt. Dies brachte nun die linke Szene auf die Palme. Nachdem bereits die Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen die Bürger verurteilte und sich für die Sexualstraftäter einsetzte, richtete sich nun auch die linksextreme Szene gegen die Dorfbewohner. Mit Transparenten wie „Die Nazis haben sich in Insel einfach willkommen gefühlt“ und „Gegen Todesstrafe, keine Nazis“ sowie Sprechchören „Wer schweigt, stimmt zu, lass die Nazis nicht in Ruhe“ versuchten die Linksextremisten, die Dorfbewohner einzuschüchtern. 40 eingesetzte Polizisten konnten jedoch Ausschreitungen und Übergriffe verhindern. Die meisten Linken waren aus Magdeburg angereist. Weitere kamen aus Stendal, Salzwedel und Ludwigslust. Bei den Dorfbewohnern sorgte der linke Aufmarsch für Kopfschütteln und Unverständnis. Einige forderten die Linken auf, das Dorf zu verlassen, und „Nehmt die beiden Sextäter gleich mit“.